So, da sind wir auch schon wieder direkt wieder zurück. Nämlich, ihr habt ja eben gesehen, Shop hochgeladen. Jetzt kommen wir jetzt wieder zur Tagesaufgabe. Es freut mich wirklich, dass es wieder Tagesaufgaben gibt. Weil wenn man alle Missionen gemacht hat, ist man froh über jede kleine Aufgabe, die man so im Spiel bekommt. Und ihr wisst ja, dieses Wochenende ist das Angelwett, ist der Angelwettbewerb. Deshalb wundert euch nicht, dass dieses Wochenende halt viel, 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 viel geangelt wird. Aber zur Aufgabe kommen wir gleich. Gibt nämlich schon kleine Änderungen diesmal. Die Aufgabe werden wir definitiv wegskippen. So, jetzt erstmal was Gutes für euch. Ihr könnt wieder einen Skin gewinnen. Nämlich, was müsst ihr dafür tun? Abonnent sein. Abonnent sein ist natürlich eine Grundvoraussetzung. Dürfte aber eigentlich selbstverständlich sein. Ihr wisst ja, kostet euch nichts. Dann aktiviert die Glocke, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, was so in Fortnite passiert. Sei es neue Missionen, neue Tagesaufgaben, der Shop wird hochgeladen, Livestreams mit Custom Games, mit Duo Games, mit Team Games. Also es ist eigentlich alles rund um Fortnite. Zwischendurch kommt mal ein bisschen was anderes, aber hauptsächlich wird es erstmal bei Fortnite bleiben, weil einige schon geschrieben haben, fängst du jetzt an wie andere YouTuber und fängst an die Spiele dauernd durchzuswitchen? Nein, alles gut. Wir gucken nur zwischendurch mal was anderes. Aber Hauptthema bleibt Fortnite. So, dann erstmal danke an alle, die gestern meinen Creator Code eingetragen haben. Gruß geht da auf jeden Fall schon mal raus. Jetzt geht es aber erstmal kurz um die Neuen, die gerade das Video gucken. Ihr bitte abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr halt nichts mehr verpasst. Nicht, dass es heißt, oh, ich habe gar nicht mitbekommen, dass du den Skin wieder verlost. Weil ich habe immer so 3-4 Tage Luft dazwischen und dann wird der Skin eigentlich immer zeitnah verlost. Was ist das Ziel diesmal? 2500 Abonnenten. Hört sich viel an, wir sind jetzt kurz vor den 2000. Wäre schön, wenn du die 2000 mit voll machst. Aber ihr wisst ja, Abonnenten kann ruckzuck gehen heutzutage. Ein Video, was wieder reinschlägt, habe ich klatsch innerhalb von ein paar Tagen wieder ein paar hundert Abonnenten. Wissen tun wir das nicht, aber ich habe ja gesagt, ihr bekommt was zurück, wenn ich was bekomme. So, was müsst ihr noch tun? Eine Freundschaftsanfrage schicken. YT-FamilyHack und schon seid ihr quasi auf der sicheren Seite. Warum sollt ihr mir die Freundschaftsanfrage schicken? Werde ich euch direkt erklären. Wir gehen mal gerade hier rüber, nehmen schon mal alle neuen wieder an. Wie gesagt, wie viel sind wir jetzt? 720. Also 720 Leute können derzeit halt wirklich einen Skin gewinnen, direkt aus dem aktuellen Itemshop. So, warum mache ich das Ganze? Bam, gehen wir hier mal auf Fischstäbchen. Wunderschöner Skin. Wer noch nicht hat, gönnt ihn euch, der lohnt sich wirklich. Ist halt Trimax Markenzeichen Nummer 1. So, jetzt geht es aber kurz schnell um die Freundschaftsanfrage. Wie ihr seht, wir haben hier welche dazwischen, denen kann ich keinen Skin schicken. Warum? Weil wir eben noch keine 48 Stunden befreundet sind. Deshalb, wenn die Verlosung ist, werde ich dich aussuchen. Und jetzt nur als Beispiel, du hast mich gerade neu gefunden, hast mich eingeladen, aber hier steht dann 2 Tage noch. Ist kein Problem, du hast trotzdem einen Skin gewonnen, aber aus dem aktuellen Shop ist es halt einfach nicht möglich dann. Heißt, wir müssen 2 Tage warten. Deshalb gerne Freundschaftsanfrage rausschicken. Und wenn ich online bin, in der Regel entweder bin ich gerade ein Video am Machen oder bin im Livestream. Also gerne mal kurz immer wieder auf dem Kanal vorbeigucken, denn auch da könnte dann immer wieder was passieren. So, jetzt gehen wir aber mal kurz dann noch auf den Creator Code ein. Ich habe nämlich auch einen, der heißt YT-FamilyHack. Danke an alle, die ihn eingetragen haben. Ja, dann vergesst nicht, ihn einzutragen, weil er fängt jetzt an, sich automatisch rauszulöschen. Wir haben halt den Creator Code jetzt über 2 Wochen. Guckt nach, ob ich drin stehe. Hier oben rechts seht ihr immer, ob ihr einen unterstützt. Dann hier unten auch, mit diesem Kauf unterstützt du, bla bla bla, mich halt in dem Fall. Guckt, dass ihr immer da einen Namen drin habt, egal ob mich oder jemand anderen, weil es einfach, ihr könnt einen supporten, kostet euch nichts. Gruß geht da schon mal an alle raus, die das auch machen. So, hier sind eine Spieleinladung, man kennt euch. So, jetzt kommen wir zu den Herausforderungen. Ich soll jetzt Truhen oder Munitionskisten bei Weeping Woods durchsuchen. An sich keine schwere Aufgabe. Aber da gerade da so viel los ist, tauschen wir das Ganze einfach mal. Das können wir nur einmal am Tag machen. Mal gucken, was jetzt rauskommt. Füge Gegnern Schaden zu. Das ist doch mal eine schöne Aufgabe. Füge Gegnern Schaden zu.
Dann gehen wir doch mal direkt ab in die Gruppenkeile. Schön, dass es dann wieder so ganz schwierige Aufgaben gibt. Aber Aufgabe ist Aufgabe. Wir gucken auch direkt mal, ob es funktioniert, wenn wir in der Lobby Schaden machen. Kann nämlich sein, dass es da auch zählt. Muss nicht sein, aber zum Beispiel bei den Kopfschüssen damals hat es komischerweise gezählt. Wir werden es halt, wie gesagt, einfach mal ausprobieren. Und ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit gleich Likezeit, Kommentierzeit, wenn du noch kein Abonnent bist, gern Abo raushauen. So. Ja, wir laden und laden. Wie gesagt, hier der Ladebildschirm, falls ihr den noch nicht habt, macht einfach alle Missionen. Ihr werdet den dann automatisch bekommen. Hier unter der Brücke ist dann der schöne T. Da haben wir den Skin ja auch schon bald erreicht. Da fehlt uns jetzt nur das E. So, wir gucken direkt mal, dass wir hier eine Waffe finden. Ja, eine Sniper ist natürlich jetzt gerade nicht so toll. Schneller, schneller, schneller. Boah, dieser Lex. LOL. Das war ja mal Lex hoch 8. So, wir versuchen direkt rüber zu gehen beim Gegner. Boah, was ist denn hier los? Erste Runde heute, also nicht zu viel erwarten. Aber 2000 Schaden müssten wir eigentlich ziemlich schnell hinkriegen. Ich empfehle euch halt wirklich, lootet erstmal vernünftig. Geht nicht mit einer Pistole direkt auf alle Gegner los. Lootet in aller Ruhe, guckt euch euren Loot genau an. So, dasselbe machen wir nämlich jetzt auch. Boah, diese Lex, ey, was ist denn los heute Morgen? Sind die Surfer wieder ein bisschen überlastet? Ah, Harpune ist schon mal. Eieieiei. Und denkt dran, in Gruppenkeile kann man nicht. Also, man kann angeln, aber nicht die besonderen Sachen, die jetzt halt alle für das Fisch-Event ist. Nicht, dass ihr da immer in Gruppenkeile rumangelt, weil das wird einfach nicht gezählt. Das geht halt wirklich nur im Solo-, Duo- oder Team-Modus. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben, aber das werdet ihr auch im Livestream mitbekommen, wenn ihr da vorbeischaut. So, Munition, Munition, wir brauchen auf jeden Fall Munition. Gott, wie viele Kisten sind denn hier? Wäre schön, wenn es jetzt hier doch Weeping Woods wäre. Dann hätten wir Munitions- und andere Kisten schon reichlich. So, hier nie vergessen, hinter der Wand ist nämlich eigentlich immer eine Kiste. Wenn nicht sogar, wie jetzt, zwei. Das schmeckt doch schon mal. Im Grunde genommen bräuchten wir jetzt nur noch eine Pump. Eine Pump und ich wäre schon glücklich und könnte in den Krieg ziehen. So, wie ihr seht, Level 140. Also mit Leveln geht es jetzt eh so schnell voran. Jetzt kommen nämlich noch die Tagesaufgaben. Da geht das Ganze natürlich noch schneller. So, gehen wir mal hoch. Weil Gegner sehe ich hier jetzt mal gar keine. Hätte halt immer noch gerne Pump. Also falls mich einer hört, bitte mal eine Pump ins Spiel bringen. Am besten eine taktische. So, gucken, ob hier noch was liegt. Wie gesagt, holt euch immer genug Munition mit. Ich habe das selber schon oft genug gehabt, dass ich zu schnell rübergegangen bin und hatte einfach zu wenig Munition. Und es gibt nichts Schlimmeres, wie zu wenig Munition zu haben. So, hier ist anscheinend nichts mehr. Ja, diese Legs, meine Güte, ey. So. Holen wir uns hier die Kiste noch mit. Ja, ohne Pump will ich eigentlich nicht darüber. Gerade mal da drüben im Haus noch gucken. Zone kommt. Boah Gott, über Zone brauche ich mich hier schon mal überhaupt keine Gedanken zu machen. Weil die werden wir nämlich safe nicht hinkriegen. Da dachte ich gerade, da steht einer auf dem Balkon, auf dem Dach. Aber es ist doch nur der Kamin. Ja, man muss nur ein bisschen jammern. So, holen wir uns noch ein paar Meds mit für gleich die Zone. Sterben werden wir nämlich sowieso jetzt. Ich sage, Materialien, Farben ist hier. Es gibt nichts Besseres. So.
2000 Schaden ist zwar schon ein bisschen was, aber wie gesagt, eine Runde Gruppenkeile und schon habt ihr es. Glaubt es mir einfach. Ihr werdet es gleich sehen. Die 2000 Schaden haben wir schneller, als wir gucken können. Auch wenn es darum geht, mit Waffen oder so Schaden zu machen. Bis jetzt habe ich es, glaube ich, immer in einer Runde hingekriegt. Und holt euch immer auch genug Metz mit, weil je nachdem, wo die Zone ist, müsst ihr halt echt reichlich bauen können. Und denkt halt, wie gesagt, an die Munition. Ihr seht jetzt, wir haben schon nur noch 16 Pump-Munition, damit ziemlich wenig gefunden. Aber ich denke mal, es sollte schon irgendwie funktionieren. So. Kriegen wir die 1000 voll. Ja, müsste eigentlich kein Problem sein. Bam, bam, bam. Und wie gesagt, wenn ihr euch wundert, warum denn diese Kinderaufgaben in Anführungszeichen, genau. Es ist für die jüngeren Zuschauer von euch. Weil es gibt immer noch welche, die fragen sich dann, ach Mann, wieso dauert das bei mir so lange? Das ist einfach nur ein kleiner Tipp, dass ihr seht, wie man ganz schnell die Aufgabe halt fertig hat. So, Holz haben wir jetzt voll. Dann holen wir noch ein bisschen Steine. Steine, Steine, Steine. Steine, Steine, Steine. Wer kennt es noch von Gronkh? Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. So, darf ich jetzt mal bitte sterben? Ich will jetzt wirklich langsam mal anfangen. Aha. So, jetzt einfach hintereingehen. Insgesamt 8 Headshots, 250er Schaden und ich bin glücklich. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir hier mal einen Gegner finden. Das sind Mates. Was hat er vor? Er versteckt sich noch. Ich glaube, er ist offline. Holt euch ruhig die Loot Drops mit. Oh, 9 Schuss, kann man mitarbeiten. 9 Schuss ist schon okay. Er ist laggt wieder übelst. Ach, er hat schon ein Medikit versteckt. Was sind denn die Gegner? Eieieiei. Sind sich schon alle am Verstecken? Aha, ich höre schon mal Schüsse, das ist schon mal gut. Das erste Boot ballert auch schon rum. Sehe ich da oben? Naja, stopp. Ich sage, Gegner am Anfang finden, nicht die leichteste Aufgabe. Ja, mein Assist habe ich. Hier hinten sind schon ein paar mehr Leute, das ist schon mal gut. Heißt nämlich, die Gegner werden da auch safe hinkommen. Erster Kill ist auch schon mal da. Genau. Ich geb ihm direkt 2 Headshots und es reicht nicht. Dann bewimmen, die sind down. Jetzt wisst ihr auch, warum ihr eigentlich immer mehr Pump-Munition braucht. Oh, den habe ich nicht gesehen. So nach oben orientiert. Aber ihr seht schon, 400 Schaden haben wir jetzt schon. Schmeckt.
Eieiei. Action pur. Headshots sind auf jeden Fall mal gerade ein bisschen aktiv. Ah, den Assist haben wir auch wieder. Ich soll jetzt nur aufpassen, dass keiner hinter mir landet. Hä? Hier waren noch gerade fremde Geräusche. Oh, aber diese Lags, die sind schon eklig. Lol, was ist denn mit meinem Aim los? Ja, da ist es wieder. Ich habe mein normales Aim wiedergefunden. Ja. Das ist das Aim, was wir alle kennen. So, die Hälfte haben wir jetzt erreicht. Also fast. Aber 2000 Schaden ist doch, ist mehr als man denkt. Ach, hör doch auf, jetzt wollte ich halt den perfekten Headshot machen. Also, jetzt haben wir erst die 1000. Warte, gehen wir mal hier hoch. Gucken, ob ich mit dem Raketenwerfer da ein bisschen was machen kann. Wollte ich es dann zu sauber machen. Aber so an sich sieht das Ganze schon ganz gut aus. Oh lol. Das meine ich. Ich springe dann selber nicht. Ich bin eigentlich so ein leichtes Ziel. Ich sehe keinen, ich sehe keinen, ich sehe keinen. Schieß doch! Lol! Leckt es? Nein! Leckt nicht! Flüssigstes Spiel, was wir je hatten. So, 300 Schaden noch, dann haben wir es geschafft. Aber das werden wir wohl easy hinkriegen. Wie das leckt! So soll ich hier Schaden machen. Okay, so geht's. Ich sehe 1000 Schüsse, aber keinen Gegner. Weil hier einfach so viele von uns sind. Boah, und diese Lags. Mann, Mann, Mann. Guck mal, wie das direkt laggt. Ein Gegner kündigt sich an. Direkt Lags. So, haben wir den auch. Wie viel brauchen wir noch? 3 Stück. Alter. Ist hier noch einer? Der, würde ich sagen, hat gesessen.
Wir haben es auch pünktlich zur Runde geschafft. Also, wie ihr seht, es ist nicht so schwer, in einer Runde 2000 Schaden zu machen. Aber wie viele Kills haben wir? Das Einfachste ist dann komischerweise doch nicht. Wie viel Schaden? Ja, 2030. Mit 11 Kopfschüssen, 15 Kills. Yeah, neuer Rekord. Nein, Quatsch. So, ich hoffe, ihr kommt damit dann klar. Und wie gesagt, Abo nicht vergessen, Creator-Code nicht vergessen, Glocke nicht vergessen, Like nicht vergessen, Kommentar nicht vergessen. Sagt mir noch eure Schuhgrüße und in dem Sinne, haut rein.